Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Git Tutorial. Heute geht's um Branches und so weiter und so fort und ja, um Änderungen natürlich. Änderungen sind ungefähr das, was ihr in eurem Code natürlich am meisten haben wollt. Dazu aber erstmal noch ein kurzer Nachtrag. Und zwar, wenn ihr von eurem Git Repository, das wir hier letztes Mal erstellt hatten, hier sind 4 Dateien drin, sagen wir mal, ihr arbeitet jetzt als Team da dran. Das bedeutet, ihr könnt eigentlich davon ausgehen, dass andere Leute irgendwelche Änderungen an eurem Code oder generell an den Dateien vornehmen. Und das bedeutet, ihr müsst auch hin und wieder mal euer lokales Repository aktualisieren. Das geht mit Git Pull. Git Pull Origin Master. So, das bedeutet, ihr zieht euch die aktuelle Änderung von eurem Repository von, ja, quasi online, also quasi von dem, das ihr als Git Remote Repository eingestellt habt, was wir im letzten Video gemacht haben. Okay, so viel dazu. Jetzt wollen wir Änderungen vornehmen und dazu machen wir jetzt erstmal wieder eine neue Datei. Sagen wir einfach mal neues Dokument, leeres Dokument Nummer 4. Und jetzt haben wir die Möglichkeit natürlich wie immer es hinzuzufügen. Git add unbenanntes Dokument Nummer 4. So, jetzt wollen wir das aber nicht mehr. Git status, wir haben uns umentschieden. Wir wollen dieses Dokument wieder loswerden. Dazu machen wir dann einfach folgendes. Achso, halt, bevor wir es wieder löschen wollen, gehen wir nochmal in die README rein und schreiben lies mich bitte. So, das ist auch noch eine Änderung und die wollen wir uns jetzt mal angucken. Git status. Okay, so, wir haben eine geänderte Datei, die README.md und eine neue Datei, nämlich die unbenanntes Dokument 4. Okay, jetzt wollen wir natürlich nicht nur wissen, was für Änderungen in den Dateien gibt es denn, sondern wir wollen auch genau wissen, was für Änderungen sind denn das? Und dazu machen wir git diff head. Das heißt, wir gucken uns an, was für Unterschiede haben wir denn hier. Und einmal haben wir hier eine Zeile hinzugefügt. Das sehen wir, indem wir hier ein plus plus angucken, beziehungsweise minus minus heißt hin weg von, also quasi gelöscht einfach. Genau, die Zeile, da stand vorher nichts drin, offensichtlich. Und lies mich bitte. Ja, wurde hinzugefügt und bei dem unbenannten Dokument Nummer 4 sehen wir, dass wir eine neue Datei drin haben. Okay, das heißt, ihr könnt hier jede Zeile, die sich geändert hat, einzeln angucken und was jetzt da eben neu ist und was da alt dazugekommen ist, beziehungsweise weggelöscht wurde. All das könnt ihr euch angucken. Es gibt aber auch noch git diff minus minus staged. Das zeigt euch nur die neuen Dokumente, die ihr zwar geaddet habt, aber noch nicht committed habt. Okay, so, jetzt wollen wir dieses wunderbare, nicht so tolle, unbenannte Dokument Nummer 4 loswerden wieder. Dazu machen wir ein Reset. Das heißt, wir schmeißen es einfach quasi wieder aus unserem Repo raus. Und zwar git reset unbenanntes Dokument 4. So, okay, nicht zum Commit vorgemerkte Änderungen nach zurücksetzen. Das bedeutet, jetzt sind nur noch die Änderungen von readme.md vorhanden. Und die wollten wir ja eigentlich behalten. Super. Und das ist sozusagen das Zurück des Gits, also quasi ein Undo und ziemlich nützlich. Okay, jetzt machen wir erstmal folgendes. Wir committen das ganze git commit mit einer wunderbaren Nachricht vielleicht noch. Nachricht, keine Ahnung. So, jetzt sehen wir hier, dass Änderungen, die nicht zum Commit vorgemerkt sind. Warum sind denn die Dinger jetzt nicht zur Änderung vorgesehen? Naja, fügen wir doch einfach mal diese wunderbare readme.md richtig hinzu. Also readme.md hinzufügen und dann diesen Commit nochmal durchführen. Jetzt haben wir unverwundbare ganze Änderungen hier. Alles ist dabei, was wir so haben wollen. So, das ist jetzt soweit ganz in Ordnung. Jetzt wollen wir das Ganze aber vielleicht noch um Features erweitern, denn wir haben ja noch nicht so besonders viele Features und wir wollen diese Features aber nicht unbedingt auf unserem Hauptbranch, der zum Verteilen der Software benutzt wird, durchführen, sondern wir wollen diese Features ausprobieren in einem sogenannten Branch, in einem neuen Zweig, den wir so gerade erstellen, beziehungsweise erstmal müssen wir ihn noch erstellen, wir haben ihn noch nicht erstellt, und dieser Branch, der wird dann diese ganzen Änderungen tragen und wir können ihn nachher wieder zurückführen auf unseren Hauptzweig, also quasi die Dinger wieder zusammenführen, nennt sich Merge, oder wir können den Zweig einfach verwerfen, weil wir es irgendwie nicht so cool fanden. Okay, das Ganze geht über Branches, wie schon gesagt. So, wir erstellen einen neuen Branch, indem wir git branch eingeben und dann einfach den Namen unseres Branches, also neues Bodenstrich Feature zum Beispiel. So, jetzt haben wir einen neuen Branch erstellt, aber wenn wir git status eingeben,
dann sehen wir immer noch, dass wir hier irgendwie auf diesem Master Branch arbeiten. Naja, das ist nicht so cool. Deswegen wechseln wir mal kurz den Branch. Das geht mit Git Checkout. Und hier muss danach der Name kommen. Unser Branch hieß Neues Feature. So, mit Tab könnt ihr übrigens Auto vervollständigen. Das heißt, ihr müsst nicht jedes Mal alles, was da irgendwie eingegeben wird, komplett eingeben, sondern könnt mit Tab Auto vervollständigen. Geht viel einfacher. Okay, jetzt sind wir hier, wie wir sehen können, in unserem neuen Feature Branch. Und unser Feature besteht darin, dass wir alle Dateien löschen, außer der ersten, weil die erste hat Inhalt und die zweite, dritte und vierte hat keinen. Gut, was wir dann dafür machen, ist git remove unbenanntes Dokument Nummer 2, git remove unbenanntes Dokument 3 und Nummer 4. Ich möchte natürlich nicht, Nummer 4 hatten wir gar nicht hinzugefügt, ja. Okay, so, jetzt haben wir die schon mal alle removed, also wir sind sie losgeworden. Wir wollen das Ganze jetzt committen, git commit. Minus M removed all the junk. Und so, jetzt steht hier Delete Mode, bla 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 und so weiter und so fort. Das heißt, der Commit ist einfach durchgelaufen. Das müsstet ihr ja selber wissen, was ihr da geändert habt. Okay, so, jetzt gehen wir wieder in unseren normalen Master Branch über. Das heißt, wir machen git checkout master. Und jetzt haben wir hier zu Branch Master gewechselt. Ihr Branch ist vor Origin Master um ein Commit. Origin Master ist der Online-Branch. Das heißt, wir können, wir sind quasi neuer als das, was online steht. Das heißt, wir haben hier sozusagen Änderungen, die wir hochladen könnten. Wollen wir aber noch nicht machen, machen wir nachher. Was wir jetzt tatsächlich machen wollen, ist, wir wollen dieses, was wir gerade gemacht haben, mit unserem Branch hier, das wollen wir verbinden. Und das geht mit git merge. Und jetzt mergen wir sozusagen, also wir verbinden diese beiden Zweige wieder. Und welchen Zweig wollen wir verbinden? Naja, den Branch, den wir gerade gemacht haben. Das heißt, ein neues Feature hieß unser Branch. So, jetzt steht hier, aktualisiere fast forward, unbenanntes Dokument 2 wurde quasi gelöscht, unbenanntes Dokument 3 wurde gelöscht und wir haben sozusagen die neuen Änderungen da. Jetzt haben wir git status und wenn wir das hier so sehen, dann sehen wir auch, dass dieses mal alle Dokumente, außer dem Dokument 4, das wir komisch gelöscht haben, die 2 und 3, die wir richtig gelöscht hatten, vernünftig gelöscht hatten, die sind verschwunden. Das heißt, sie sind einfach nicht mehr da. Aber sie waren die ganze Zeit noch da, außer als wir gemerged haben, sind sie verschwunden. Aber bevor wir gemerged haben, waren sie noch da, weil wir hatten sie ja noch auf unserem Hauptzweig und da waren sie noch nicht weg. Okay, so, jetzt müssen wir den Branch noch loswerden. Wir wollen nämlich dieses komische neue Feature, wollen wir nicht mehr haben. Die sieht man übrigens auch online super. Wir haben hier oben die Branches. Wenn wir jetzt pushen würden, also so sieht man jetzt noch nichts, aber wenn wir pushen würden, dann hätten wir hier zwei Branches. Könnt ihr mal gerne ausprobieren, sieht interessant aus. Man sieht auch die einzelnen Commits da drauf. Wir wollen jetzt aber diesen Branch wieder löschen. Und zwar machen wir das mit minus D für Delete neues Feature. So, und Branch neues Feature entfernt war, was auch immer das bedeutet. So, und jetzt haben wir hier alles, was wir wollten, verändert. Jetzt können wir das Ganze wieder hochladen. Git push und fertig. Und das sieht dann so aus. Und jetzt können wir hier online aktualisieren. Wenn wir jetzt hier aktualisieren, dann steht hier plötzlich nur noch ein readme.md, ein unbenanntes Dokument. Und in der readme heißt lies mich bitte. Wunderbar. Jetzt haben wir sozusagen alles gemacht, was wir so brauchen. Mit diesen Merges kann man auch recht viel machen. Normalerweise solltet ihr aber schauen, dass ihr nur auf einer Datei, also dass ihr selbst auf nur eine Datei nur von einer Person bearbeitet wird. Ansonsten solltet ihr euch wirklich ein grafisches Programm holen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, in Android Studio kann man super merchen. Also das wird euch dann alles geguided sozusagen erklärt. Also ihr habt dann eine grafische Übersicht, seht was Neues, seht was Altes und dann könnt ihr euch entscheiden, was ihr jetzt davon behalten wollt. Wenn ihr das vermeiden wollt, dann schaut einfach, dass ihr nur auf einer Datei, dass ihr auf einer Datei arbeitet und euer Gegenüber auf der zweiten Datei und so Zeugs dann. Okay, ansonsten werdet ihr wahrscheinlich gefragt werden, welche Datei ihr behalten wollt, also ob ihr die neue haben wollt oder ob ihr die alte haben wollt und dann wählt ihr einfach aus. Gut, das war's von meiner Seite für Git. Falls ihr noch Fragen habt, natürlich wie immer in die Kommentare. Likes und Shares wären natürlich auch geil. Und ich werde wahrscheinlich demnächst mein Repository hier online
setzen und dann den Link irgendwie unten in die Videobeschreibung oder sowas reinsetzen. Dann findet ihr die meisten Tutorials irgendwie oder die meisten Code-Fragmente, die ich geschrieben habe, auch online. Könnt ihr mal nachgucken und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.